Hallo, liebe Freunde, da hinten befindet sich Gordon. Der wartet mehr oder weniger auf uns, hoffe ich zumindest. Und mein Name ist Melek. Falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst doch natürlich sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Was zur Hölle? Schon! Bewegung! 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 In Deckung! Zeit zu sterben, alter Mann! Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Es endet heute Nacht. Na, viel Spaß. Da kommen wir nicht mehr rein. Ein Freund von dir? Bleib hier. Ich finde das raus. Huhuhu. Hindere Scarecrow daran, die Angst, Gasbombe zu zünden. Okay. Heiliger Bimbambino. Die denken, die können uns das Handwerk legen. Das können sie aber nicht. Wir werden direkt darüber, Leute. Ich freue mich so krass. Dieses Spiel ist geisteskrank. Richtig geil. Ace Chemicals. Gut bewacht ist es auf jeden Fall, oh mein Gott. Oracle, wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt, einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Hack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie planen. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Ja, sehr gerne. Wo denn bitte? Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Arkham Knight Biografie freigeschaltet. Gucken wir uns gerne mal an. Ach, wer ist das? Ein Militärkommandant. Alles klar. Ja. Sonst nichts oder was? Charakterbiografie Arkham Knight. Was? Das soll der Arkham Knight sein? Ah, was ist das denn für ein Lutscher? Er hat sich mit Scarecrow verschworen, um Batman zu töten und ist bereit dafür, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. So ein Typ ist das also. Ja, mit dem habe ich jetzt zum allerersten Mal Kontakt. Schön, gut zu wissen. Die Evakuierung der Anlage beginnt in T-30 Minuten. Kann ich hier runter? Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Boah, ist das geil, Alter. Ist das krass geil. Sorry, aber... Den kann man uns holen, oder? Zack. Easy. So, einmal runter. Wir holen uns den nächsten. Oh shit. Hast du Ahnung von Chemie? Ich weiß, die Masken bringen. Jetzt sehen wir ihn hier. So ganz unauffällig. So, dann schnell runter. Was ist, wenn wir uns beide nehmen? Doppel ausschalten. Oh mein Gott, ist das geil. Angst ausschalten. Zack. Oha, ist das geil. Okay. Hä? Ich sollte zuerst das Gebiet sichern. Wir sind unter uns im Boden!
Nein. Ganz bestimmt nicht. Komm, 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 komm. Du musst erstmal ausschlafen. Jetzt. Da unten bewegt sich was. Oh Gott. Yes, ich bin's. Ja. So, ich kann jetzt auf das Terminal zugreifen. Jetzt, komm. Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Datenverbindung aktiv, Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Was zum Teufel soll das denn heißen? Fall nicht runter. Alles klar. Hier müssen wir rüber, oder was? Zu geil, ehrlich. Können wir jetzt mittlerweile das freischalten, frage ich mich jetzt gerade. Ich wollte einfach mal gucken, ob wir schon was skillen können. Freunde, das will ich mir auf jeden Fall noch angucken hier, ob wir noch das eine mal skillen können hier. Ihr kennt mich ja, ich wollte ja hier mit diesem Batsuit skillen. Oh, habe ich noch nicht, immer noch nicht. Oh, ich brauche noch ein bisschen EP. Das dauert noch, bis ich das freigeschaltet habe. Ich will so einen krassen, ja, so einen krassen Skill freischalten, wenn ich es natürlich hinkriege. Bin ich mal gespannt. Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Heiliger. Dieser Skill ist so geil, ne? Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute hier unten. Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Hier sind immer noch weitere. Viele Feinde gemacht. Hier sind auch noch so viele Leute, die reden, lol. Techniker. Bla bla bla, wen haben wir denn noch? Mal gucken, wo hier noch geredet wird. Hier zum Beispiel noch geredet, oder? Doch, hier. Oh, ich glaube, den haben wir schon. Stephen Rayleigh. Funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Yeah. So eine geile Sache hier wieder, ne? Das ist so, Warner Brothers haben mir einfach ihren Bugbuster-Titel hingekriegt, muss man einfach sagen. Also, zuerst muss ich die Anlage erkunden. Tja, und ich würde sagen, wir fangen erstmal von hinten an, oder? Oh, da unten sind so einige Gegner. Ey, warte mal, ich will hier am besten rüber. Am besten hier mal rüber, würde ich sagen. Ich glaube, hier oben ist es am einfachsten. Glaube ich zumindest. Meine Sichtweise. Meiner Meinung nach ist das hier... Yes! Hi. Yes. Hab euch vermisst. Zack, 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 zack. Nein. Yes. Diesen Vergangenheit. Hier ist ein Typ gefangen, glaube ich. Ich kann die Arbeiter nur retten, wenn ich diese Wand einreiße. Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Ja, die Frage ist nur wie. Wie sollen wir denn das Batmobil hier reinbringen? Ich habe eine Idee, Leute. Wenn ich da rüber... Was ist, wenn ich da rüber... Ich habe eine echt gute Idee. Wartet mal, ich habe eine wirklich gute Idee. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich das Batmobil... So, warte mal, ich muss da ja rüber, ne? Ich habe eine Idee, Freunde. Wisst ihr welchen? Ich zeige euch den jetzt mal. Wir haben das ja in der letzten Episode gelernt.
Ich muss zuerst das Tor öffnen. Ach, dann hole ich das Auto. Shit. Ich muss das Tor öffnen, alles klar. Da habe ich mich zu früh gefreut, sorry. Da muss ich... Oh Gott, das schaffe ich gar nicht, oder? Ich habe fast Mitleid mit den Jungs, die wochenlang unter der Erde festsaß. Ja, schätze, wir sind Glückspilze, was? Hört auf zu labern, da ist noch eine Überdruckspitze. In dieses Gebäude muss ich rein. Multi ausschalten, komm. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf. Und jetzt allen eine Faust geben, zack. Und du auch. Bams. In your face. So. Jetzt müssen wir aber raus, oder? Hier kann ich, glaube ich, das Tor öffnen. Bin mir aber nicht sicher. Komm. Tu es einfach. Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt. Wir müssen sie aufhalten. Hör zu. Ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen sie. Alle zusammen. Oh mein Gott. Okay, dann öffnen wir das mal. Ich glaube, danach haben wir es deutlich einfacher, wenn das Tor auf ist jetzt. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Ja, ich glaube auch, dass das... Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Ich will hier hoch. Da kommt ein milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Ferngesteuerten Battering nutzen, okay. Den machen wir kalt. Was für ein naiver Optimismus. Dein 60mm Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen, doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Habe ich verstanden. Aber ich würde jetzt gerne Batmobil, Fernsteuerung. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Hä? Ich muss das Auto erst hierher bringen, Wartet bevor mal. Ich sie nutzen kann. Seilwerfer, Battering, Batclaw, Rauchbombe, Seilwerfer, bla bla. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Fernsteuerung. Wie nutze ich das denn überhaupt? Batclaw, bla bla bla. Batmobil, Fernsteuerung auswählen. Ja, danke schön. Wäre ja schön zu wissen, wie das nochmal geht. Dann gucken wir mal hier kurz. Batmobil, Fernsteuerung auswählen. Fernsteuerung, Batmobil. Gibt es nicht, da. Das ist das Gleichzeichen, okay. Okay. Ja, das wird schwierig. Ich weiß gar nicht, wie ich das nutzen soll. Ja, muss ich hier eine andere Taste? Brauche ich auf jeden Fall eine andere Taste für dieses Bad bla bla bla. Sorry Leute, das wurde irgendwie nicht zugeteilt. Hey, haben wir das denn schon mal gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Komm. Machen wir mal hier, zack. Nee, machen wir mal hier. Was nehmen wir denn? Null, oder? Nee. Aber null nehmen? Komm, null. Oh, die ist schon bereits belegt. Dann nehmen wir eine andere. Dann nehmen wir Slash. Zack, Nummernblock. Zack, Nummernblock. Easy. So, dann drücken wir drauf. Geht doch. Junge, einfach. Was zum Teufel? Commissioner, wie macht er das? Er ist Batman, Jungs. Ich frage schon lang nicht mehr. Winde einsetzen, zack. Guck mal, wie geil dieses Spiel ist. Sagt mir, was ihr wollt. So, jetzt werden wir auf jeden Fall rüber. Jetzt, zack. Dieses Spiel, ne? Fernsteuerung beenden. Ach so. Ach, ne, können wir nochmal? Müssen wir dann nochmal, alles klar. Slash. Wollen wir mal los. Yes! Oh mein Gott! Hallo Freunde! Wie in einem Film, ohne Scheiß. So geil, ne?
Was für ein geiles Spiel, Alter, ehrlich. Sir, er kam durch den Panzer durch, genau wie Sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Er schränkt den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht's raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vollgriff habt. Dann stürzt ein. Was zum Teufel? Batman ist zurück. Einmal kurz aussteigen. Ey, dieses mit dem Batmobil ist so geil, ne? Wir helfen dir. Hilf mir mal. Das ist so ein geiles Spiel, Mann. Ohne Scheiß. Mach richtig Bock. Bist du hier? Nein, was ist denn jetzt passiert? Oha. Los, los, los! Verteilt euch! Oh, shit! Nein! Nicht der! Lass die Waffen auf ihn gerichtet. Wenn er den Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen, eröffnet das Feuer. Oh, aber nicht aufs Bat-Symbol. Das ist ein kleiner Trick. Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Bitte. Hast du was gesagt? Lass ihn aus dem Spiel. Immer die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Das mag ich an dir. So vorhersehbar. Deshalb werden wir gewinnen. Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst. Wir wissen, wie du denkst. Dann weißt du sicher auch, was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl? Nein. Ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte. Nur damit wir uns verstehen. Ich habe ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leiden sehen. Haben die Zielpersonen. Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Was muss ich machen? Du verstehst nicht. Bei diesem Kerl gibt es Waffen auf ihn richten. Wenn er sich rührt, erschießt ihn. Aufstandsbekämpfung aktivieren. Let's go. Let's go, Angriff. Junge, ist das geil, Alter. Nein. Junge, ist das geil. Zack, zack. Denkt ihr, könnt mir das Handwerk legen oder was? Oh, so geil, ne? So, wir retten dich jetzt. Boah, so geil, Alter. So, retten. Mega geil. Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Scarecrow, er war... Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks hergeschafft, Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die die gesamte Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchziehen wird. Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich Sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Geil, ehrlich. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Regelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf, das weiß ich. Stufenanstieg, endlich! Leute, jetzt können wir das skillen, was ich gesagt habe. Hier, zack, das wollte ich skillen, hier. Wayne-Tech-Verbesserung, Greifhakenschub, ganz klare Sache. Oha, mit dem maximal verbesserten Greifhakenschub schießt Batman noch höher hinaus, um die Dichter auf der Stelle noch schneller überqueren zu kommen. Oh mein Gott. Geil. Geil. Guck mal hier, den werden wir retten wahrscheinlich. Bringe den Arbeiter von AC Ichu zu Gordon auf die Brücke. Okay, machen wir auch noch. Halten
Sie zu Commissioner Gordon. Wirklich geil gemacht, ne, dieses Spiel, wirklich, ohne Scheiß. Es ist und bleibt wirklich, also, die ganze Stadt, muss man einfach sagen, also. Gotham wurde überrannt. Wenn ich Scarecrows Bombe nicht entschärfe, wird es keine Stadt mehr zu retten geben. Okay, let's go. There we go. Bitteschön. Ich hab... Gute Arbeit. Taxi. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Das ist noch nicht vorbei, Jim. Ich gehe die anderen holen. Auf jeden Fall. Let's go. Einer ist leider tot. Die Assis haben einen umgebracht, ey. So, ich glaube, hier können wir weiter rüber, ne? Geht das nicht? Oh, okay, ich verstehe. Wir müssen hier wohl rüber. Ich glaube... Greifhaken... Muss ich irgendwas machen? Sucht weiter, sie sind da draußen. Ich glaube, ich muss das Teil hier bewegen. Damit das da rüber irgendwie kann oder so. Warte mal, ich gehe mal hier nach oben. Ganz komisch gerade. Hallo, Freunde! Nein. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. So ein geiles Spiel, Alter, ohne Scheiß. Ah, schon krank, ey. Was? Was sind das für Ninjas? Okay. Nein. 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 Nix da. Oha, die haben mich echt gut getroffen gerade, muss ich sagen. Die haben mich gut getroffen, die Pisser. So, den Kran einmal benutzen nach rechts. Lufteinheit C, sieh zu, dass die Bomben scharf und einsatzbereit sind. Die AG darf nicht einmal in die Nähe dieser Stadt gelangen. Warte mal, Q? Ich glaube, das ist so gut, ne? Reicht das? Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wenn ich ehrlich sein soll. Oh, was machst du, Melek? Mach das vernünftig. So, jetzt. Kransteuerung verlassen. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Ich habe mich schon gedacht, dass da irgendwas ist, irgendwie. Probieren wir das jetzt mal, komm. So, let's go. Wir haben es geschafft. Tatsächlich. Sehr schön. So, Freunde. Oh Gott. Oh, das sind viele Gegner. Immer schön alle angreifen hier. War wirklich krass geil gemacht, ey, ohne ehrlich, ohne Scheiß. Das war's, glaube ich, oder? Sir, die Panzer sind wirkungslos gegen das Fahrzeug. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Hat keine Zeit verschwendet. Tja, euer größter Albtraum ist jetzt zurück, Freunde. Tut mir leid. Und jetzt werde ich hier das mal aufbrechen. Hat das was gebracht? Nee, gar nichts. In die Dock-Area, glaube ich, muss ich jetzt rein. Hier hinter, aber wie komme ich da rein? Aha! Hier sagen wir auch mal Hallo, würde ich sagen. STRG zerschmettern. Komm. Hallo. Nein. Zack.
bei Amdor noch. Easy. Kurzer Prozess. Eine weitere Person. Hä? Ich dachte, ich muss hier wen retten oder so. Komisch. Gut, dann den guten alten Explosivgel hier. Freunde, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn ich hier vor allem mit dem Explosivgel hier weiter mich irgendwie voran marschiere. Dieses Game ist einfach bekloppt geil, ehrlich. Haut rein. Ciao, ciao, euer Melek. Bis dahin. Abo und Like natürlich nicht vergessen.